Ja, liebe Freunde, ich bin ja nicht so gerne der Überbringer schlechter Nachrichten. Ich lüge ja. Nein, also ganz im Ernst. Ich lache nur deswegen, weil ich, wenn ich für jedes Mal, dass ich den Satz in den letzten 10 Jahren, ich hab's euch gesagt, weiß ich nicht, 100 Euro gekriegt hätte, dann wäre ich so reich wie Elon Musk. Naja, vielleicht nicht wirklich, aber gefühlt. Gefühlsreichtum. Kann man eigentlich auch, ich identifiziere mich als Milliardär, geht das? Aber Spaß beiseite. Es geht um den 8.1., also übermorgen. Denn heute ist der 6.1., also der Montag. Ja, ich erwarte eigentlich ein Paket, da kommt eine scheiß Demo. Ihr sollt eure Demo sein lassen. Ich erwarte ein wichtiges Paket, das hat Vorrang vor euren Kackdemonstrationen. Anarchie verhindern, sagt der Landrat von ein Landrat in Sachsen, Rico Anton von der CDU, und hat in seinem Landkreis im Erzgebirgskreis, jawohl, da ist noch Ruhe und Ordnung, im Erzgebirge, da herrschen die Zwerge, und einer davon ist Rico Anton von der CDU und hat im ganzen Landkreis 24, in Worten 24, in Zahlen 24 Versammlungen verboten, schreibt Apollo News, hat sich auch in anderen Nachrichten schon bestätigt, ist aber auch eine zuverlässige Zeitung, soweit ich das von flüchtigen Verfolgen sagen kann. Und außerdem heißt es hier, zudem wurden Spontanversammlungen präventiv untersagt. Also, um mal eines klarzustellen, das ist ja schon oft passiert. Wir haben das ja als de facto Prinzip, dass Demonstrationen angemeldet werden müssen oder verboten werden können. Und das ist eigentlich verfassungswidrig. Ich lasse mich jetzt nicht zum Milliardsmal auf die Verfassung versus Grundgesetz. Wir behandeln es wie eine Verfassung. Jedenfalls die Politiker, die das Sagen haben. Und ich messe sie also an ihren eigenen Maßstäben. Und ich gehe auch davon aus, dass es die Funktion einer Verfassung hat. Also bitte lasst diese Diskussion erstmal jetzt hier raus. In unserer Verfassung steht, nicht ganz wörtlich zitiert, aber fast, jeder Deutsche hat das Recht, sich ohne Anmeldung und Erlaubnis jederzeit frei unter dem Himmel zu versammeln. Versammlungsfreiheit. Jeder Deutsche, jederzeit, ohne Anmeldung, ohne Genehmigung, sagt die Verfassung. Das heißt, alles, was diese, wir hatten ja hier in Berlin unseren Innensenator, Herrn Geisel, zur Zeit der Anti-Corona-Demonstrationen, wo wir uns daran erinnern, wie zärtlich und mitfühlend die Berliner Polizei mit den Menschen dort umgegangen ist. Sorry, ich verwandle mich allmählich in eine Art Harald Schmidt 2.0 oder so. Es bleibt mir auch gar nichts anderes. Will mir nicht anmaßen, so groß wie der große Meister zu sein, aber so die Miniaturausgabe vielleicht. Ich weiß nicht. Dieses Jahr wird sowieso eines der. Wenn wir schon 23 als explosives Jahr, 24 wird das Jahr, wo. Aber gut, ein andermal. Nee, dazu wirklich ein andermal. Das geht eigentlich nicht. Aber Herr Geisel, genau der, der war früher bei der SED in der DDR. Da hat der gelernt, wie man so früher gesagt hat, da hat der gelernt, wie man seine Arbeit macht, ne? Das hat er in der DDR gelernt und hat das in Berlin dann weitergemacht. So wie er es kannte, von Jugend auf. Ja. Corona-Maß, es war ja keine Corona-Demo, sagt man ja immer so, sondern Leute haben gegen die Maßnahmen im Zuge von Corona demonstriert. Und das kann man gut finden, was die da fordern, das kann man scheiße finden, das kann man klug finden, das kann man gefährlich finden, aber man kann einem nach der deutschen Verfassung das Recht nicht nehmen, sich dahinzustellen, da rumzulaufen und das zu sagen. Ich meine, wir haben Bilder auf Filmaufnahmen gesehen von Leuten in der Bundesrepublik Deutschland, die für nichts anderes von Polizisten niedergerungen und geschlagen wurden, weil sie das Grundgesetz, schweigend das Grundgesetz hochhielten. Dafür gibt es Beweisaufnahmen. Das ist der Status dieses Landes. Nur um das mal so in etwas deuteres Licht nochmal zu erinnern, zu bringen. So, nun lese ich. Nee, ich muss, bevor ich das vorlese, komme ich zu etwas anderem. Das mit Habeck habt ihr alle mitgekriegt, muss ich jetzt nicht viel zu sagen. Die Bauern sind da, der war irgendwo auf einer Insel, keine Ahnung,
warum der Pupser gerade nichts Besseres zu tun hat, als auf einer Insel zu sein. Alles brennt, aber Habeck muss auf die Insel, der kann da bleiben. Ich hätte auch eine Insel, die heißt Elba. Da könnte der hingehen. Aber gut, wir wollen ihn nicht mit dem großen Kaiser Napoleon vergleichen. Das verbietet sich letztlich auch irgendwo. Aber ab auf die Insel, Herr Habeck. Wir zahlen es Ihnen auch noch. Also so, dass es zumindest so Bürgergeldniveau oder vielleicht noch mal ein bisschen drauf von mir ist, dass Sie sagen, wir bleiben tatsächlich auch da. So, wie wäre das? Wäre doch ein Deal. Ne? Jeder von diesen Politikern wird auf Bürgergeld auf irgendwelche Inseln geschickt. Angeblich lebt man vom Bürgergeld ja wunderbar und wundertoll. Das ist ja die Ansicht vieler Bürger auch. Also ist das ja nicht schlimm. Und auf so einer Insel sind die Preise ohnehin niedriger. Also einfach alle Bundestagsabgeordneten mit Bürgergeld auf irgendwelche ferne Inseln entsorgen. Da leben sie schön am Strand unter Kokospalmen. Und die können das tolle, viele, reiche Bürgergeld dort verjuchtern. Und wir sind ein problemlos. Wäre doch auch ein Deal. Ne? Also da muss ihnen gar nichts geschehen. Die leben da auf der Insel, ihr selig Leben, mit dem reichen, tollen, fetten Bürgergeld. Und wir haben kein Problem mehr. Nein, ganz im Ernst. Also das mit Demonstrationen verbieten und Versammlungen untersagen, wie gesagt, es ist verfassungswidrig. Das ist genauso verfassungswidrig wie die Massenmigration. Es heißt immer noch, man kann das ja ändern. Ich glaube, diesen Paragraph kann man ändern. Es gibt ja unänderbare und änderbare. Aber ich glaube, der gehört nicht zu den ersten 20. Die ersten 20 haben ja Ewigkeitscharakter. Also man sagt, die dürften de facto nie verändert werden. Aber soweit ich mich entsinne, hätte man den ändern können. Und da heißt es, auch heute noch, oder sind die ersten 10? Ich bin mir nicht sicher. Also jedenfalls hätte man es vermutlich verändern können. Jedenfalls steht da, in der deutschen Verfassung, wer durch ein sicheres Drittland gewandert ist, kann nicht in der Bundesrepublik Deutschland Asyl beantragen. Geht nicht. Das heißt de facto, man kann das ja kritisieren. Ich sehe durchaus das Problem auch, weil das praktisch bedeutet, dass jemand nur über die Nordsee oder Ostsee kommen kann. Ne? Das ist ein bisschen tückisch, gebe ich zu. Ne? So, nur um das mal, weil es gab ja Leute, früher hatten wir ja Asylrecht, da waren auch die wenigsten dagegen, weil da galt es auch tatsächlich für Leute, die ernsthaft vom Tode bedroht waren. Da war das ja eng gefasst und man hat das auch sehr kontrolliert. Also auf den individuellen Fall sagt, okay, von welcher Volksgruppe oder was ist der Grund, und dann sagte der bliblablub. Dann gucken die da so ein bisschen Faktenchecking, was ja heute gegen uns ist. Faktenchecking wird ja heute nur noch auf die Bevölkerung angewandt, nicht die hierher kommen. Komischerweise auch so ein bisschen unausgeglichen, warum wir werden, wenn wir eigenständig gefaktencheckt. Da steht dann immer drunter, Achtung, so und so ist die Faktenchecker haben rausgefunden, so und so ist die Gesundheitslage oder Faktenchecker unter Videos. So und so ist der Klimawandel. Ne? Damit der Bürger ja nicht in die Irre geführt wird durch das, was irgendein YouTuber oder so von sich gibt. Ne? Okay, aber wenn der sagt, weiß ich nicht, ich komme aus diesem und diesem Land, warum steht da nicht Faktenchecker, der hat festgestellt, weiß ich nicht, der wohnte schon 20 Jahre lang in Ägypten. So beispielsweise, da finde ich jetzt. Ne? Also, oder irgendetwas, was, wo er sagt, einfach nicht stimmt, und da kommt ein Faktenchecker und sagt, schauen wir uns mal an, ob das stimmt, ne? Warum werden eigentlich nur immer wir Bio-Deutschen nach Faktencheckung geprüft? So, wäre auch mal so eine Frage. Aber ich komme vom Hundertsten ins Tausendste. Auf Facebook haben sich die üblichen Verdächtigen, also die, wo eigentlich mehr oder weniger auf unserer Seite sein müssten, es vielleicht zum Teil auch sind, das war so, als der erste Bauernprotest gerade gewesen war, da waren auf Facebook so Leute, das sind ja nicht Leute, mit denen ich dann befreundet bin, sondern die da kommentieren, bei denen, die ich kannte, und gesagt, ja, genau, und wunderbar, endlich wird das was. Ich wies auf Folgendes hin. Ich sagte, Leute, macht euch keine, wie heißt es bei Goethe so schön, Gnadenmärchen-Blütenträume. Ich glaube, das ist ein Gedicht von Prometheus, aber ist egal. Also macht euch keine Fantasien hier, was da Großes alles passiert. Ich sagte, als zu den Corona-Maßnahmen die Gastwirte, einer die Gastwirte organisieren wollte, weil die waren ja schwer, litten ja wirtschaftlich darunter unter diesen Maßnahmen. Wie gesagt, auch hier, völlig egal, wie man dazu steht, dieser man darf protestieren, das ist auch gar nicht der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Ich sagte, als dieser Typ, der das organisiert, die Gastwirte sollten protestieren und aus Protest, weiß ich, so lange dicht machen
Und einige AfD-Mitglieder sagten, ja, das ist eine gute Idee, richtig, die armen Gastwirte leiden. Da hat er sofort gesagt, nein, wir blasen das ab, weil von falscher Seite wollen wir keinen Applaus. Schrieb ich. Und irgendeinige Superboomer schrieben sofort drunter, das kann gar nicht sein, das ist Lüge, das ist Hetze. Und der Beste war, wo ist die Quelle? Ich habe dann wirklich gedacht, ja, ich glaube, es ist auch drunter geschrieben. Mein Lieber, ganz so freundlich habe ich es nicht gesagt, ich gebe es zu. Mein Lieber, ich verbringe jetzt hier 5 Stunden, um auf Twitter und irgendwo irgendeine Meldung vom Corona-Sommer herauszufinden, damit du zufrieden bist und es trotzdem nicht bist. Da weiß ich mit meinem Leben auch Besseres anzufangen. Ich sage, ich weiß es noch, ich war dabei. Also jetzt nicht beim Protest, aber als das Nachricht war. So. Ich verbringe hier nicht Langsuche, zumal man weiß, viele Sachen, die so kontrovers sind, sind mittlerweile auf Google auch nach kurzer Zeit nicht mehr zu finden. Das heißt, da muss man richtig lange Archivsuchen betreiben. Da habe ich gesagt, das mache ich nicht für dich. Du änderst deine Meinung sowieso nicht. Du glaubst, jetzt kommt die Wende, so wie dass die Leute, die Rot gegen Rot-Rot-Grün und auch gegen die CDU sind, schon lange immer wieder glauben und sagen, jetzt kommt die Wende. Und ich hasse es ja eigentlich, der Verkünder schlechter Nachrichten. Aber die wird auch am 8. Januar nicht kommen. Und ich sag euch jetzt auch genau warum. Nämlich der Bauernpräsident hat sich auf der Bild geäußert. Bauernpräsident glasklar. Die Bild-Zeitung hat immer so ein herrliches, ich weiß nicht, was das für ein Deutsch ist. Wen ich auf meinen Demos nicht haben möchte. Genau, der Bauernpräsident, das ist seine Demo. Die gehört ihm ganz allein. Aber er spricht vermutlich schon, behaupte ich, intuitiv fühle ich als Erbeben in der Macht, spricht vermutlich tatsächlich für einen Großteil derer, die da in diesem Bauernverband sind. Ich weiß, ich kann das jetzt auch wieder nicht. Quelle, ich habe keine Quelle. Ich fühle es im Erbeben der Macht. Ich bin Jedi-Meister. Ich weiß es auch so. So, also was heißt es hier? Der Mann Joachim Ruwied ist Präsident des Deutschen Bauernverbandes. Gewalt bei Protesten lehnt er ab. Ja, genau, das sollte er mal der Polizei gegen die Corona-Maß machen. Ach, das ist ein anderes Thema. Die dürfen Gewalt. Das ist völlig anders. Das ist auch nicht Gewalt. Das ist dann Schutz. Das ist dann, ich weiß nicht. Ne? Was auch immer. Hier heißt es, nachdem am Donnerstag eine Gruppe protestierender Landwirte, ich habe wirklich nur noch drauf gewartet, nachdem am Donnerstag eine Gruppe protestierender Landwirte versucht hat, eine Nordseefähre zu stürmen, mit der Vizekanzler Robert Habeck, 54, Grüne, aus dem Urlaub zurückfuhr, stehen die Bauern im Verdacht, von radikalen Gruppen unterwandert zu werden. Liebe Bild-Zeitung, nein. Diese Leute stehen mit dem Rücken zur Wand wirtschaftlich und sind verzweifelt und sauer. Ganz einfach, dafür braucht man nicht unterwandert zu werden. Und wir wissen, ich weiß es auch ganz persönlich. Als ich jung war, war ich in einer germanisch-heidnischen Gruppe. Und ich weiß es und kann es sagen, weil ich es erlebt habe. Da kamen plötzlich, weil wir waren eine offene Gruppe, jeder konnte kommen. Damals waren die 80er Jahre, wir waren naiv gutgläubig, da konnte natürlich jeder kommen, weil wir sagen, naja, sieh dir an, was wir machen. Wir waren ja transparent, wie man heute so sagen würde. Das Wort kannte man damals noch nicht. Transparent war nur durchsichtig für Klarsichtfolie, aber egal. Und da kamen halt 3 Leute, 2 rollten plötzlich eine Nazi-Flagge aus und der 3. machte Fotos, wo da alle mit drauf waren, und dann rannten die Typen wieder weg. Ich war an diesem Tag krank und deswegen das einzige Mal nicht da, hat mir Odin segnend beigestanden. Denn bei allen, die da waren, standen am Tag darauf die Leute vom Verfassungsschutz vor der Tür und haben die gesamten Wohnungen durchsucht. Das ist kein Scherz, diese Geschichte. Das war. Und es stellte sich dann im Zuge der Untersuchung heraus, dass diese 3 Leute V-Leute waren und damit jede Klage fallen gelassen wurde. Trotzdem standen die Leute natürlich mit dem Schrecken einer durchsuchten Wohnung und nie wieder zurückgegebenen Computern von der Polizei. Das ist so üblich. Egal, was das Ergebnis ist. Ich weiß nicht, warum. Die Computer kriegt man nie wieder. Da ich das erlebt habe, aus erster Hand weiß. Ja, und andere Dinge wissen wir auch. Ich weiß, wozu dieser Staat, der Verfassungsschutz, willens und in der Lage ist. Zum Thema ist, wenn da irgendwelche Spinner auftauchen, das ist in anderen Ländern auch so, USA,
wenn da irgendwelche Spinner auftauchen, die wirklich Unsägliches tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit oder dazu aufrufen, jetzt weiß ich nicht, löschen wir die, so Zitat bitte, YouTube-Zitat, dann kann man mit 90% der Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das V-Leute sind. Ist meine persönliche Meinung. Weiter heißt es hier, das BKA warnt für die anstehende Aktionswoche, gibt es Mobilisierungsaufrufe aus der rechtsextremen Szene. Ja, wer gesichert rechtsextrem ist, na, das müssen wir nicht raten. Wer ist damit gemeint? Es wird ja hier nicht gesagt, ne? Aber wer ist nach Landesverfassungsschutz mehrerer Bundesländer gesichert rechtsextrem? Welche Partei? Ne? Und Alter, ihr wisst genau, was ich davon halte. Ich habe im Moment nicht mehr so die Superbegeisterung für die AfD, aber dass sie eine rechtsextreme Partei ist, das halte ich dann doch für ein Märchen. Weil ich weiß, was die normale konservative CDU in den 80ern von sich gab. Ich kann das hier nicht wiederholen. Wenn ich sage, was in den 1980ern normale Unionspolitiker von sich gaben, zum Thema Ehefrauen, zum Thema Ehe, zum Thema Homosexualität, zum Thema Ausländer, dann würde ich für meinen Lebtag für YouTube gebannt, wenn ich das zitieren würde. So radikal war das, was normaler CDU-Sprech vieler gestandener Normie-CDU-Politiker in den 80ern gewesen ist. Und davon steht die AfD weit linksliberal. Ich bin alt genug, um das noch zu wissen. Und jeder von euch, der ebenso alt ist, hier jetzt in meinem Kanal wird das wahrscheinlich keiner sagen, aber viele da, der Typ, der das auch widersprochen hat, der ist alt genug, um es erlebt zu haben, um zu wissen, dass das Quatsch ist. Und viele. Und lügen doch. Und dann heißt es weiter, immer wieder tauchen Bilder mit NS-Anspielungen auf. Was ist eine NS-Anspielung? Hakenkreuze sind verboten, das wäre dann keine Anspielung. Weiß ich nicht. Singen die irgendwelche alten Lieder, die man damals gesungen hat, mit anderem Inhalt, aber derselben Melodie? Was soll das sein? Das ist NS-Anspielung. Tragen die alle schwarz? Komisch, könnten auch Antifas sein, dann so, das ist nichts. Und dann die Ampelpolitikerfiguren an Galgen gehängt. Ja, V-Leute, sorry, das sind für mich V-Leute. Man kommt natürlich auch, lesen Sie noch, wie gefährlich werden die Wutbauer noch? Da fangen die Medien schon an, von wegen Springerpresse auf unserer Seite. Leute, lasst euch nicht gaslighten. Die Springerpresse ist nicht auf unserer Seite. Die Frage, die sich viele stellen, Quelle? Wer stellt sich die Frage? Die Journalisten, die etablierten Politiker, so. Die stellen sich das. Die Frage, die viele sich stellen, schreibt die Bild. Quelle! Was bedeutet das für die Mega-Protestwoche der Bauern? Kapern jetzt in Deutschland Radikale die Demonstrationen? Wisst ihr, es gibt so Suggestivfragen. Da ist man gebrandmarkt, egal was man sagt. Beispiel, das ist so ein Beispiel, ich zitiere das jetzt auch nur von von Politwissenschaftlern aus den USA, die das mal als Beispiel gebracht haben, wenn ein Journalist also ein Journalist einen Politiker das Mikrofon hinhalten würde und sagen würde, wann haben Sie eigentlich das letzte Mal Ihre Frau vergewaltigt? Zitat, bitte YouTube. Ne? So. Dann kann der nur sagen, was? Das, noch nie. Ne? Oder wenn er sagt, nein, also, oder was auch immer, meiste Leute sind auch so geschockt dann sofort. Ne? Aber daraus können Journalisten immer einen Strick drehen, sagen, noch hat er es nicht gemacht. Oder er hat es aktuell nicht gemacht. Oder leugnet es je gemacht zu haben. Das ist so eine Fangfrage, das ist kapern jetzt in ganz Deutschland radikale Demonstrationen. Das ist genau so eine Art Fangfrage, die für die Leute, die da im Licht dieser Frage stehen, nur Scheiße ausgeht. Das wissen die auch ganz genau, weil Journalismus wird gelernt und auf jeden Fall bei Springer. Jetzt macht Bauernpräsident Joachim Ruwied klar, diese Leute haben bei uns nichts in Großbuchstaben. Nichts. Wie spricht man Großbuchstaben? Ich weiß es nicht. Nichts. Der Tod bei Terry Pratchett, der spricht immer in Großbuchstaben. Macht, das ist der Bauernpräsident, hat das von dem gelernt, wie man in Großbuchstaben spricht. Diese Leute haben bei uns Großbuchstaben. Nichts. So suchen. Nichts. Vielleicht so. Ruwied zu Bild, Zitat, rechte und andere radikale Gruppierungen mit Umsturzgelüsten wollen wir auf unseren Demos nicht haben. Wir sind Demokraten. Und da findet ein politischer Wechsel, wenn dann über die Stimmabgabe in der Wahlkabine statt. Rechte und andere radikale Gruppen. Komisch, warum spricht er eigentlich nicht
von linken radikalen Gruppen. Ich meine, die Antifa hat auch schon für Pfizer demonstriert. Ne? Haben die kein Herz für Bauern? Man weiß es nicht. Ne? Vielleicht finden die ja Bauern alle fies. Ne? Ach so, ja, hier, das Wort hätte ich fast vergessen. Für die anstehende etwas drüber steht noch, für die anstehende Aktionswoche gibt es Mobilisierungsaufrufe aus der rechtsextremen Szene und dem Querdenkermilieu. Ja, da haben wir wieder jeder, das ist Querdenker. Jemand denkt quer. Das ist so ein richtiger, das ist für mich so ein richtiger Hassbegriff. Ich muss es ehrlich sagen. Dass man aus dem Wort Querdenker. Aber Querdenker-Szene, das ist mir altbekannt. Da habe ich lange Leidenserfahrungen. Denn mit Szene eine Personengruppe herabzusetzen, das habe ich erlebt in den 80er Jahren, weil da hieß es immer, ein Mann aus der schwulen Szene, eine Demonstration der homosexuellen Szene. Das wurde immer rangehangen, es ist kein Scherz. Mein Gedächtnis in diesem Fall ist gut, sehr gut. Das war dann immer in den Medien, in der Presse, bei der CDU vor allen Dingen. Stoiber damals. Wir lassen uns nicht von irgendwelchen, Zitat, dahergelaufenen Homosexuellen, oder hat der Schwulen gesagt, eins von beiden, aber dahergelaufen hat er gesagt, dahergelaufenen Homosexuellen aus der, oder Leuten aus der schwulen Szene mit Demonstrationen, ich weiß nicht mehr was, unter Druck setzen, keine Ahnung, darauf kommt es nicht mehr an. Szene. Ja, Szene. Wenn halt was eine Szene ist, dann ist das immer Gelichter. Und das wissen die auch. Die wissen um die Wirkung. Also sind es nicht nur Querdenker, was ohnehin schon ein gebrandmarkter Begriff ist, sondern es ist auch noch eine Querdenker-Szene. Weil es ist so, es ist seit Jahrtausenden so, wenn Menschen etwas im Glauben, die machen etwas im Verborgenen, ob das wahr ist oder nicht, dann hat die Masse der Menschheit da einen Hass. Sofort. Ja? Das ist einer der Gründe, warum die Christen angefeindet wurden in ihren Anfangstagen, weil die fürchteten sich, kann sagen zu Recht, jedenfalls in Folge davon, oder auch nicht, was egal jetzt, aber die machten halt ihre Versammlung im Geheimen, in welchen Katakomben, unterirdisch. Und das, diese Tatsache hat die Leute, die Fantasien aufblühen lassen, was diese Leute da alles Grandioses machen. Ne? Das kursierte dann halt. Ne? Oder über Juden. Antisemitismus hat immer diese Vorstellung, die lebt davon, die sitzen irgendwo, die machen irgendwas. Und das ist die Vorstellung auf Minoritäten, also auf Minderheiten, ist das immer die Vorstellung, die sind irgendeine Szene, die sitzen in einer Kammer und machen und verabreden jetzt irgendetwas. Ne? Das ist, was Szene suggeriert. Das ist etwas, wo man nicht drin ist. Das heißt, sie sitzen dort unter sich und planen den Putsch, Umsturz oder irgendein anderes Übel. Das ist das, was Szene vermittelt. Das ist Journalistengebrauch schon, ich weiß nicht, die, wie gesagt, ich bin auch noch nicht so alt, dass ich diese 60er Jahre habe ich nicht erlebt, da weiß ich es nicht. Aber wenn die, denn damals war noch die Presse konsequent auf antischwulen Kurs, war so, es kann man, könnt ihr mir glauben oder nicht. Und dann hieß es, aus der homosexuellen Szene, der und der oder die und die. Und da war sofort klar, eine Szene ist immer, denkst du, jetzt heißt es halt Querdenker-Szene. Weil da kann man nicht sagen, Leute, die der Querdenker, selbst da, Ideologie wäre ja schon Quatsch, denn dass die Querdenker eine einheitliche Ideologie wäre, wäre ja schon Unsinn. Da haben Leute völlig verschiedene. Also schon die Querdenker gibt es nicht. Weil wenn man da gefragt hat auf diesen Demos, da kamen Leute ganz anderer Hintergründe, teilweise auch mit ganz unterschiedlichen Forderungen. Die einen wollten nur sagen, ich möchte nur persönlich nicht zwangsgeimpft werden, und andere wollten, weiß ich nicht, die Lockdown-Maßnahmen abschaffen, andere waren wieder dafür, also da war 100 Leute, 100 Meinungen. So war das damals. Also schon die Behauptung, es hätte Querdenker gegeben, war eine falsche Behauptung. Es kapern jetzt in ganz Deutschland auch noch, in ganz, also nicht nur in einzelnen Teilen, kapern jetzt in ganz Deutschland Radikale die Demonstration. Das ist so, es ist wirklich eine Frechheit, was hier die Bild-Zeitung schreibt. Aber der spricht es selber auch aus. Ne? Recht und andere radikale Gruppierung mit Umsturzgelüsten. Umsturzgelüste. Na gut. Ja. Gibt es hier noch anderes? Nee, macht er nur noch bla bla. Nun sagt er nicht, AfD hat nichts zu suchen. Kann man natürlich einwenden, mit Recht. Ja. Aber jetzt muss ich sagen, war das seine Äußerung oder war das, ich glaube, es war Bildäußerung.
Ah, das ist Bildäußerung. BKA warnt vor rechtsextremer Szene, Querdenkermilieu und NS-Anspielungen und Galgen an von Ampelpolitikern. Ja, wie gesagt, ich habe euch gesagt, wie meine Meinung ist, was das für Leute sind. Ja. Nun gibt es auch sicherlich den ein oder anderen Normalo-Spinner, der das von selber macht, ist keine Frage. Du kannst keine Demo machen, wo du nicht den absolut durchgeknallten Spinner zufälligerweise auch ohne, dass der vom BND ist. Das ist einfach so. Es gibt einfach durchgeknallte Leute in diesem Land. Aber das ist kein Grund, eine Demonstration, die sinnvoll ist, sein zu lassen oder zu sagen, ihr nicht. Ja? Weil da nun einer mit einer Irrsinnsfahne oder einem Irrsinnssymbol durch die Gegend mitläuft. Das kann man nicht kontrollieren. Man kann denen nicht sagen, so, ich kette dich jetzt am Baum fest, damit du bei uns nicht mehr im Zug mitläufst. Klar kann man sagen, bitte gehen Sie weg, wir haben nichts mit Ihnen, aber wenn der da bleibt, ja, was willst du machen? Das ist einfach, eine Demonstration ist nicht in diesem Sinne kontrollierbar. Da kann man sich, da, es ist kinderleicht, sich da Leute reinstellen zu lassen, ob staatsgelenkt oder aus privatem Irrsinn, ist völlig egal. Das ist nicht, das geht ganz einfach. Und es gibt auch genug Durchgeknallte in der Realität, das weiß ich selber auch, die dann sagen, jetzt kommt die Revolution, jetzt kommt tatsächlich der Systemsturz. Die gibt es, das will ich gar nicht leugnen, das weiß ich einfach auch. Ne? Aber das ist irrelevant, davon muss man sich nicht distanzieren. Da muss man nicht sagen, weil erstens mal, man kann die nicht verhindern. Und wenn die dann da sind, und sie werden da sein, dann werden alle in Sippenhaft genommen. Das ist wie bei einer Corona-Demo seinerzeit. Selbst die, die die harmlosesten Forderungen gemessen und verglichen wurden, nicht die Masse, die da normale Forderungen hatte, sondern der Allerextremste, der am Rand stand, der wurde in die Kamera gezerrt. Der konnte sich 5 Minuten lang ausbreiten über seine Umsturzfantasien und wen er alles am Galgen haben möchte. Und der galt dann, da sehen Sie, was die Querdenker so fordern. So war das damals. So war das damals. Ich weiß nicht, ob das am 8.1. wieder so sein wird. Das wird wahrscheinlich davon abhängen, wie groß die Angst der Politiker ist, dass sich daraus etwas Reales entwickeln könnte. Wie viel da auch mitmachen. Wie sehr sie glauben, dass sie die Leute damit noch in Schach halten können. Auch das sind strategische Gedanken, die da haben. Das ist einfach. Ich selbst weiß es auch nicht, gebe ich zu. Ich weiß nicht, wird das ein Wecktag werden, wo sich vieles ändert? Oder wird das wie ein Silvesterböller, der einmal kracht und dann ist wieder leise? Na? Meine Annahme ist, es wird eher Letzteres. So. Sage ich jetzt. Und wie so oft, ich hoffe inständigst, dass ich mich irre. Aber bei der deutschen Bevölkerung glaube ich nicht, dass ich mich irre. Ich irre mich in diesem Fall wirklich gern. Und ihr wisst, gerade wenn ihr meine Meinungswandel zu Corona-Zeiten erlebt habt, wenn ich mich irre, gebe ich es auch zu und sage, nee, habe ich anders gedacht, sehe ich heute anders. So. Aber um Darth Vader aus der Serie Kenobi zu zitieren, das ist der Grund, warum du immer verlierst. An die Normies gerichtet. Das ist der Grund, warum ihr Normies immer verliert. Weil ihr euch von anderen sagen lasst, von wem ihr euch zu distanzieren habt. Solange diese Mentalität unter den Normies ist, werden die Normies immer verlieren.